Good morning in the morning. What's up, my party people? Was haben wir heute geplant? Wir müssen jetzt zum Metro gehen, um uns ein Ticket holen, damit wir auch weiter rumfahren können. Dann fahren wir in die Stadt rein. Später sehen wir Jesus. Wir geben euch updated und bis gleich. Wir sind zu einer falschen Haltestelle gelaufen und suchen jetzt einen anderen Ort, wo wir das Ticket finden können. Wir sind wieder auf dieser wunderschönen Brücke mit dieser komischen Straße. Und ja, dein Kommentar dazu. Alfonso hilft uns halt nicht, das ist das Problem. Ja Mann, Alfonso, hättest du uns mal warnen können. Nach Ewigkeiten haben wir endlich so einen Automaten gefunden. Und natürlich hat irgendwer in den Einwurf einfach eine Münze reingesteckt. Sieht man wahrscheinlich nicht so wirklich, aber wir können nicht bezahlen. Perfekt. Three hours later. So, nachdem wir eine Weile schwarz gefahren sind und danach gelaufen, machen wir uns etwas bewegt und gehen die letzte halbe Stunde zu Fuß. Und ja, wir sehen uns dann. Zeichen. War das nicht irgendwie, was war das denn nochmal? War das nicht irgendwas von Kreuzzügen? Basically, an keiner dieser Türen ist irgendetwas. Nichts, was man irgendwie Schlüsselloch vergleichen könnte. Ist hier einfach alle random klingeln. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Klingel mal. Und soll klingeln? Okay. Mal gucken, welches Abenteuer jetzt kommt. Was hier für ein Ort sein mag. Hm, was ist das? Stroh. Sehr artig. Stimmt. Ein cooles kleines Abenteuer. Einfach richtig cool. Leider sind wir nicht aufs Dach gekommen, aber immerhin. Also, wir haben jetzt lecker essen und trinken. Schönes glücklich. Oh ja. Natürlich sind wir direkt über den nächsten Ort gestolpert. Opa, wenn du das siehst, erklär mir mal bitte, was hat es sich mit diesen riesigen Bäumen auf sich, mit den Wurzeln. So. Nur für Spaß. Oh ja. Ich habe einen kleinen Fuchs gefunden. Der richtig süß ist. Probieren wir es. So ein bisschen den Vibe mitnehmen. Oh Gott, oh! Wir sind auf dem Weg zum Bus, damit wir dann zur Statue K-
Cristo Rey fahren können. Das ist ein Abklatsch von Rio de Janeiro, basically. Aber Abklatsch ist auch gut. Genau. Die ist auf der anderen Seite des Meeres. Das heißt, wir fahren über die Brücke, die so ein Abklatsch von der Golden Gate Bridge ist. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Erstmal benutzen. Hey, guck dir diese Palme an. Wie haben sie gesehen, diese Palme? Wow. Bleib genauso stehen, genauso nicht bewegen. Das ist so ein Baba-Foto. Ja, und ich filme mich gerade, wie du ein Foto mit mir machst. Es ist hier viel zu schön. Ja, Mann. Vor allem diese ganzen. Dann einfach dieser hotte Typ unter dir. Es rutscht nicht mehr. Alter. Gib mir so ein Kunstwerk da drauf. Was ist das für ein cooler Bus? Der Bootrip. Wie geil. Ich liebe ihn. Auf diesem Wassermobil. Sieht halt wirklich aus, als ob er so ins Wasser jetzt gehen könnte. Einfach noch weiterfahren. Das ist schön hier. Ich fühle mich hier gerade richtig wohl. Einfach über so eine Hauptstraße gehen. Das macht ja aber jeder irgendwie. Und nochmal. Stay! Nochmal. Danke, danke an Tails Mama. Die Empfehlung. Voll gut. Body Make-up. So ein geiles Produkt. Alfonso. Alfonso. Echt geil. Nur viel zu viel Verkehr. Nach mehreren Umwegen haben wir es dann auch mal zur Bushaltestelle geschafft. Nächster Halt ist Rio Rapper. Da hat man den Bus angekommen. Da, vorne. Und jetzt Brücke. Da gehen wir hin. Das ist viel geil. Okay. Das ist gut. Da. Big stretch. Big stretch. Wir müssen uns selbst gleich wieder rein bezahlen, um da reinzukommen. Wenn da schon so ein Zaun drüben ist. Ja, das Ding ist, hoffentlich geht das überhaupt noch. Sind sie noch offen, ja. Hier ist die Statue, wir kommen aber nicht rein, weil das irgendein Priester... Wirklich 20 Minuten. Er hat es genau perfekt gesagt. Alter, weil irgendein Priester sich so denkt, ja, nur bis 19 Uhr oder so. Und ja, da vorne ist ein Tuk-Tuk-Rider, der uns super... Wirklich, der hat uns einfach free information so gegeben und einfach komplette Tipps gegeben,
dass wir jetzt uns schön ans Wasser chillen können, beziehungsweise noch die Statue so von vorne sehen können und ein paar Fotos machen und dann uns runter ans Wasser chillen. Plus, wir nehmen danach die Ferry Fähre zurück. Für 1,50. Wir sind mit dem Bus hier, 1,50. So billig ist die Fähre über den Rhein. Und hier fahren wir viel länger übers Meer. Ja, 10 Minuten fahren wir mit der Fähre einfach schön across the river. Und ja, irgendwie durch das Englisch mixt sich mein Deutsch immer mehr mit Englisch. Das ist irgendwie richtig weird zu sehen. Das ist true. Ja. Ach, einfach geil. Einfach geil. Dann nutzen wir einfach jetzt die Situation. Und vielleicht da unten sollen auch noch zwei nice Restaurants am Wasser sein. Mal gucken, vielleicht tun wir was zu essen, vielleicht nicht. Ansonsten machen wir uns Nudeln zu Hause. Mega ja, geil. Wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich hunger und suchen jetzt uns was zu essen. Und ja, wir haben eine Taverne namens O Antonio gefunden. Yeah. Ja. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Ein kleiner süßer Platz. Wir haben gerade bemerkt, dass hier auf dieser anderen Seite, wo wir gerade sind, alles viel, viel weniger touristischer ist. Und alles viel mehr auf so richtig ganz normal Leben ausgerichtet ist. Boah, ist das schön. So sick. Das sieht so cool aus. Mit der Fähre werden wir später fahren. Wieder rüber. Also, ich gehe jetzt in diese Antonio-Taverne. Wir haben bemerkt, dass es aber so ein richtig, richtig einheimisches Tavernending ist. Da ist nichts auf Englisch und diese Leute sehen auch nicht so aus, als ob die auf Englisch reden können. Ja, aber 4,7 bewertet aber auf Google. Bewertet. Deshalb, ja. So sieht's aus. Und soll mal schauen, sein. Mal schauen, wie wir uns anstellen. Oh hier. Yeah. Oh, jetzt kommen wir richtig in die Zivilisation endlich. Ich will auch gar nicht aufhören zu filmen, ist ja wirklich echt. Ja, sehr, sehr cool hier. Sollen wir mal auf den Strand springen? Da oben kommen wir wieder hoch. Lass mal kurz ans Wasser gehen. Du bist ja am Wasser und dann schwimmen. Agua. Agua. Pretty much Agua. Man sieht uns wahrscheinlich nicht, aber wir haben gerade den ersten Hund unseres Lebens gehabt. Ja, wir haben gerade den ersten Hund getroffen, der so eigenen Strom und so hat. Das ist ein richtig cooler Lost Place. Ist und daneben einfach die Skyline. Mega. Holy shit. Ich muss mir doch noch ein Ticket holen davor. Ich habe so bekommen, ein Ticket gekauft. Das ist irre. Jetzt gehen wir drauf und dann genießen wir es ein bisschen. Wir sind echt fertig. Wir haben gerade gegessen, dann ein bisschen gelaufen. Fühlt sich gut an. Oh, scheiße, bin ich müde. Oh mein Gott, ich auch. Fühlst du dich still? So. So fühlen wir uns. Genau so. Here we're back again at Alfonso. Alfonso de Bre. Oh yeah. Nur kurz das Protokoll, das ist meine Schuhsohle und das passiert gefühlt alle 20 Minuten. Gute Nacht. Wir sind noch mal kurz. Basically, da ist unser Hostel und hier hätten wir mal schön unsere Karten aufladen können.
Und das hat irgendwie nicht ganz so. Ja, haben wir aber auch erst. Ich dachte, wir bräuchten diese Automaten. Na dann. Na dann. Knackung. Acht. Knackung, würde ich sagen. Jetzt kommt's.